Willkommen auf Skull Island. Zumindest sieht es so ein bisschen so aus wie bei King Kong. Na, vielleicht ein bisschen hübscher. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Boah, er ist immer noch voll außer Atem. Voll aus der Puste. Out of the Bleib Puste. Ich komme zu dir. Ich hatte ja ein bisschen gedacht, dass man eventuell. Geht das? Ja. Dass man eventuell schon diese Bildfilter anschalten kann. So mit ja, Cell Shading und 8-Bit-Grafik und sowas alles. Aber das kann man tatsächlich erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. Genau wie man das hat, erst ausschalten kann, wenn man einmal durch ist. Dachte, ich kann ein bisschen damit rumspielen. Als ob ich das jetzt gleich dann nochmal spielen würde. So ein Quatsch. Naja, dann halt nicht. Ja, wo geht's hier? Na, da kommen wir lang. Wo, wenn dieser Berg jetzt wieder so weit weg ist, dann ist das wieder so ein ewiges Entlangkletterlevel an irgendwelchen schönen Felswänden. Natürlich liegt da ein Ring. Na Logo, wo sonst? Im For Players Test als Minuspunkt gesehen, dass diese findbaren Nebenschätze, dass das ja gar nicht passt. Naja. Ich fand's jetzt nicht so schlimm. Fand ich die etwas offensichtlichen Geheimnisse an den Orten, wo ständig Leute langkommen, vielleicht ein bisschen merkwürdiger. Aber hey. Na? Na? Nee, man hätte bloß anders hochkommen können. Okay, oder? Sah nun schon so ein bisschen so aus, als wäre das eine, guter Ort. Ein Secret. Wow, wow, wow. Da kann er auch nur Nein, Nein, Nein sagen. Toll. Aber sehr engagiert. Er war stets bemüht. Hier und da und. Oh, oh nein, 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 nein! Nein! Oh, fuck! Da geht's weit. Weit runter. Alter! Wow. Dass er denn auch an solchen Orten immer rumspringt, ey, das ist der Wahnsinn. Der hat sowas von eine Macke, der Typ. Okay, und nun? Bin ich ein bisschen irritiert. Nee, da geht's nicht lang. Sieht so ein bisschen so aus, als könnte er da hochgreifen, aber eben wollte er das nicht machen. Oder geht das doch? Ah, doch, ja, irgendwie macht er. Ah, okay. Klar, hier so ein bisschen feuchten Fels hält er sich mal eben so fest. Der Nathan, der kann das alles. Mein Gott, wie hübsch Felsen in Spielen heutzutage sind. Ja, natürlich. Das würde jetzt auch alles natürlich zusammenpassen, dass man jetzt hier Sam so in einem Dschungel wieder trifft, mit der, auch alles mit aus dieser Trailer-Szene. Das war doch sehr ähnlich. Ui!
Das machen diese Momente aber auch echt immer wieder cool. Ja, jetzt unerwartet. Ja, hör hin. Und ein Schatz, ich sehe ihn doch. Wohin jetzt? Ich glaube, das wäre jetzt hier bloß ein anderer Weg gewesen, um da hochzukommen. Und weiter nach rechts. Oder durch die Höhle. Durch die Höhle, durch die Höhle. I have a little bit shit. Na, versuchen wir mal hier lang. Nee. Okay, also da führt kein Weg lang. Also muss man doch irgendwie durch die Höhlen. Da ist es doch vielleicht da drüben. Also irgendwie sowas direkt unter ihm, das wäre ein bisschen merkwürdig. Das machen sie doch eigentlich nicht, oder? Dass man sich irgendwo runterhängen muss und dann auf gut Glück da langkommt, das glaube ich nicht. Ich probiere jetzt mal hier vorne, ob der Weg hier weiterführt. Ja, es sieht aber eher so aus, als könnte man sich da nur fallen lassen. Okay, now I'm officially confused, wo ich lang soll. Warten nur Felsen. Das sieht nicht so aus, als wäre was. Ich glaube, wenn ich mich lange genug blöd anstelle, dann sagt mir das Spiel auch, wo ich hin muss. Geht's ja auch nicht weiter runter. Nö, hier geht's nach oben. Ah, okay. Nicht sehr beruhigend. Ach so, er hier. Ich hatte nur auf die Malerei geguckt. Kein Ort für Diebe hier. So, das hat jetzt aber nicht viel gebracht. Komm schon, ja! Es war, ehrlich gesagt, ein Sprung ins Blaue. Ein Schuss ins Blaue. Obwohl, waren eigentlich nur Krabben. Ist gar nicht so i. Na, jetzt sind wir wieder ganz Tomb Raider. Ich sag auch immer Tomb Raider. Ah, hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlagsig. Oh, ist auch richtig. Lauter tollen, blöden Ideen über Tomb Raider. Tomb Raider. Doch. Pech, ja? Und wenn nicht, ist auch egal. So, was gibt's hier? Oh, mit einem Teil von der Karte. Aha, aha, aha. Was haben wir hier? 20. März 1808. Na, das ist aber mal ein ganzes Eckchen später. Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitungen zum Verlassen der Höhle trafen. Da unsere Mannschaft und Essvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und Vorräten zurück wiederkommen müssen. Burns lachte und wiederholte seinen Standpunkt: Der Schatz ist in unserer Reichweite. Ich blieb standhaft. Selbst wenn wir Averys Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbleibenden Schiff kaum genug Platz für uns selbst, für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchem Hindu-Gold. Ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber er wich zurück, als hätte ich die Pest. Moment, da war's. Dann kam Burns mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf mich zu und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken.
Ich solle die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war deutlich, also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötigte und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesen Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis sollen nicht bloß Worte im Buch dieses Mannes sein. Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist... Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müssen er und die anderen dies ohne mich tun. Ich werde mich bei Tagesanbruch von dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne den Navigator kommen. Na gut, er ist aber auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Arme Schweine. Ah, nee, hier ist was. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Na. Ja. Geht doch. Nein. Zack. Ah, jetzt ein neues Werkzeug. Das ist ja cool. Kletterhaken. Ja, das geht. So, das macht er. Achso, das macht er nur an bestimmten Punkten. Ich würde sagen, muss ich den jetzt immer komplett selber setzen, aber. Nee, Moment. Ach so, okay. Und in dem Moment müsste ich ihn reinschlagen. Ach so. Sagen Sie das doch. Na komm. Dankeschön. Den brauchst du bestimmt nicht. Ein bisschen Call of Duty-Style. Zack, und rein und hoch. Schön. Ja, ist manchmal ein bisschen fummelig, dass man da das richtig abgreift. Das sieht jetzt arg nach der Szene aus. Wenn jetzt hier bald Gegner kommen. Ja. Genau. Dann ist es der Abschnitt aus der Demo. Oder sagen wir besser aus dem Preview-Level. Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Los. Ich versuche mein Glück mal diesmal ein bisschen lautlos. Danke. Ah, jetzt habe ich eine Waffe. Oh, krass. Die Aktion machen die auch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und tschüss. Der sieht mich jetzt gleich. Naja, dann machen wir es halt wieder so.
oder wir werden erschossen. Nein! Nein, hau ab! Ah, verdammt. Okay. So viel zum Schleichversuch. Und tschüss. Na, so geht's auch. Okay, das war ein bisschen sehr riskant, der Sprung. Ich dachte ehrlich gesagt, er kommt da unten ran. Aber ich bin Rufus Dawn. Libertalia. Granaten. Kann ich mich hier nicht irgendwie rüberschwingen? Nö, kann ich nicht. Oh, jetzt ist hier alles voll oder was? Oder was? Das machen wir anders. Okay, das war ein bisschen zu risky. Das wollte ich gar nicht so doll. Gibt bestimmt Trophäen, wenn man hier die Leute nicht alle killt. Vor allem sind alles schwere Kämpfer. Aber ihr dreht euch jetzt hier mal schön um. Komm mal schön her hier. Ah, na klar, ein Scharfschütze auch noch. Wo sieht der mich? Ah, fuck, der. Nein, 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 lass mich los, lass mich los. No, eine Granate. Ich werde. Ja, ganz schön kompliziert hier. Aber ich könnte natürlich auch. Ah, der sieht mich. Wer sieht mich denn da? Moment. Ah, verdammt. Gleich hier. Verdammt. Komm schon, spring runter. Rutsch und jump und ins Gras. Nicht ins Gras beißen. Weg, weg, weg. Ah, okay, das war eine dämliche Idee. Wie kann ich denn das machen? Ich müsste mehr Geduld haben, aber ich habe immer nicht so viel Geduld. Machen wir es anders. Nee, ah, jetzt sieht mich der da unten. Shit. Was mache ich denn? Ja, wunderbar. Loslassen, ey. Du bist so ein Depp, Herr Schneider. Okay. Sitzt halt echt blöd zwischen den Stühlen hier. Was schon? Was war das? Nein, er hat nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ihr seht alle nichts. Seid unfassbar blind und seht nichts. Auch seht ihr nicht, wie ich in Deckung gehe. Du siehst mich erst recht nicht dort hinten.
du hier auch nicht. Ach schade, ich dachte, er fällt bis runter. Shit, der sieht mich gleich. Okay, geht hier alle schön weg. Fuck. Ah, verdammt. Okay, okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Ich mach's anders. Ach, ich kann's natürlich auch einfach so machen. Oh, der war aber ganz schön langsam von Begriff hier, der Kollege. Ein Digger. Oh, jetzt ist hier echt schon ganz schön kompliziert. Zumindest was die Positionen angeht. Ich bin ja ein bisschen erstaunt, dass sie es tatsächlich geschafft haben, hier keine so eine markiere alle Gegner in der Umgebung Funktion einzubauen, die in letzter Zeit so beliebt in den Spielen ist. Bin ich aber an sich ganz gut, also zwar meistens nichts dagegen gegen sowas, aber ist okay, wenn sie es nicht machen. Hi. Für eine geile Waffe. Gott, den Sprung kann er dann wieder nicht machen. Wehe, jetzt ist irgendeiner direkt hinter mir. Ui. Sehr schön. Die bin ich los. Das glaube ich aber auch. Reicht das schon zum Hochklettern? Ja. Und die nächste Notiz. Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Ja, schön, wenn die Toten hier noch so schön was niederschreiben können. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es wagte, seine Meinung laut auszusprechen. Ja, den haben wir auch schon gefunden. Er entdeckte mich, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel. Okay, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird, das ist ja geil.
Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier der Suffolk. 23. März 1808. Wow. Ja. Ganz schön düster. Das war also der erste Offizier, der dem anderen da erst nicht wieder helfen, dem Navigator nicht helfen wollte. Genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Achso, das ist bloß ein anderer Weg. Na gut, dann würde ich sagen, hier geht's in der nächsten Folge hoch. Bis denn.